So, liebe Freunde, es geht weiter mit Overlord. Wir sind in der letzten Folge einer jüngeren Frau gefolgt. Ich werde noch meine Truppe ein bisschen aufpäppeln. Oh, sind ja wieder ein paar Sturm hier. Scheiße, jetzt liegt das Zeug hier nicht mehr. Okay, gut. Egal. Hier liegt noch ein bisschen was. Oh ja, und hier sind auch noch Kisten. Kommt mal alle hoch. Ja, voilà. Lehm? No, warum nicht? Super, über 300% wieder. Das ist immer schon ganz gut. Ergebnis. Oh ja. Oh, mein Freundchen. Dann renne ich eigentlich vor dir weg. Ich, übrigens wollte ich euch nochmal sagen, ihr könnt euch doch auf das Add-on freuen, weil das wird richtig geil und witzig. Aber das ist so noch ein bisschen mehr auf Witz aufgebautes Add-on. Das wird euch echt gefallen. Und natürlich, dass man halt wieder seine Macht aufbauen will. Und ja, tut man ja auch. Aber man wird zu gierig halt. Aber das ist egal. So, was sehen wir da oben, Freunde? Da ist die Muttergöttinnen-Statue. Geil. Würde man lieber stehlen als das, was alle wollen? Ich verstehe zwar nicht, warum. Das Ding ist hässlich. Naja, dann verstehe ich nicht, warum du es unbedingt klauen willst. Das wird jetzt ein bisschen pisse. Wir konnten die Energie des Turmportals verstärken. Aber nicht für lange. Wenn ihr sie durch das Portal treiben könnt, hole ich sie in euren Turm. Dann kommt sie nicht. Das ist doch nicht so geil. Wir müssen die Bitch jetzt entführen, Freunde. Auf ihn. Perfekt. So, wir wollten eigentlich ihn gerade gar nicht haben. Aber er war so intelligent und hat sich uns in den Weg gestellt. Und dieses Scheißvieh hat schon wieder zwei meiner Schergen vernichtet. So, stinknormale Schafe. So, guck mal zurück. Ist da unten was? Bei dir da? Nö, da sind da leere Kisten. Komm ich da runter? So. Okay. Oder auch nicht. Die Muttergöttinnen-Statue holen wir uns als letztes, würde ich sagen. Die Schlampe macht es uns natürlich nicht so einfach. Weil, warum ich sie eigentlich immer als Schlampe bezeichne? Das muss ja nicht mal sein, dass sie eine Schlampe ist, aber egal. Die Alte macht es uns nicht einfach, und zwar flüchtet sie. Die ganze Zeit. Und die flüchtet halt eben wie eine Assassine. Überall hinspringen, wo kein Mensch hinkommen könnte. Aber egal. Und wir müssen sie so kriegen. Wir müssen sie halt austricksen. Und irgendwie habe ich das früher nie begriffen. Und irgendwann hatte ich es einfach mal geschafft. Ich hoffe, dass es hier schneller geht. In den LP. Dass wir hier nicht so lange rumtänzen müssen. Erstmal tue ich mir natürlich alles sammeln. Aber ich weiß, dass es echt blöd wird. Erstmal werde ich auch alle Gegner hier vernichten, weil die sonst... Wow, echt nerven können. Ja, super, okay, sehr tot. Da oben ist noch ein bisschen was. Da hinten ist, wie gesagt, unser Portal. Da müssen wir sie reinjagen. Aber irgendwie klappte das nie so wirklich, wie ich das wollte. Aha, wie ist denn das? Wie komme ich denn daran? Wahrscheinlich vom Portal aus, aber was hat das für einen Sinn? Na gut, okay, das gucken wir uns dann später an. Oder? Ich wollte eh nochmal speichern, daher. Macht sich das eigentlich doch ganz gut, wenn wir doch noch hier erst angehen. Was bringt mir das hier von hier aus? Egal, okay. Wir machen das alles als erst am Ende. Ich hoffe, das reicht auch mit der Schergenanzahl. Ich muss das alles kurz und kleiner und sorry. Oh, lasst doch mal meine Schergen rüber. Die haben euch doch nichts getan. Okay, euch beide. Ihr müsst sterben. Und du auch. Da haut sie schon wieder ab. Nur völlig egal. Ja. Etwas zu haben macht viel weniger Spaß, als etwas zu stehlen. Ja. Die Logik ist einleuchtend. Sehr einleuchtend. Ich muss bloß gucken, ob wirklich alle blöden Assassinen jetzt weg sind.
weil die mich sonst echt einfach nur nerven. Wir müssen gegen die Alte ja auch nicht kämpfen. Ach, hier hinten ist nochmal ein bisschen was. So, ach ne, nehmen sie nicht wirklich alle. Hier ist noch ein hässlicher. Okay. Oh, da ist noch einer. Rauf auf ihn. Genau. Okay, jetzt war's das aber, oder? Okay, wir probieren's jetzt. Ich hoffe, es funktioniert. Ich soll mit ihr, meinen Schergen, den Weg abtrennen. So, ich habe keine Ahnung, wie viele Schergen ich da lassen soll. Keine Ahnung, das sind jetzt genügend, oder? Keine Ahnung, mein Gott, ich weiß es doch nicht. So, ich chatte jetzt einfach. Ja, mach ich. So, jetzt. Wird euch folgen und der alte Zauberer, ich bin sein Lieb. Oh, das war ja einfach. Hä? Das hat sonst nie so geklappt. Was zum Teufel? Letztes Mal habe ich wirklich über eine halbe Stunde dafür gebraucht. Unsere Wachen sperren sie in diesem Moment weg. Komm zurück, wenn ihr mit der Gefangenen sprechen wollt. Was zum Teufel? Das hat letztes Mal bei mir über eine halbe Stunde gedauert. Das ging jetzt hier einfach ohne Probleme. Oh Mann. Was hat das überhaupt für einen Sinn hier? Das hat null Sinn. Ey, ist unglaublich, Freunde, ganz ehrlich. Und hier sind aber, bevor ich abhaue, sind hier nämlich noch ein paar Schätze. Und ich muss mich nochmal erkundigen, wo ich den einen Lebensdingensbummens vergessen habe. 100% in der Himmelsspitze. Bin mir ziemlich sicher. Mein Gott, sammelt doch mal da das... Da oben ist auch noch einer. Okay. Ich will ja nicht irgendwie gierig sein oder so. Aber doch, ich bin's. Ey, wir haben jetzt dieses Gebiet ja auch schon fertig, Freunde. Das heißt, wir sind wirklich ziemlich, ziemlich weit jetzt schon. Die junge Dame ist eingesperrt worden, Herr. Ah. Lasst mich gehen. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Neuer und für Schatz. Wen ich arbeite? Lebhaftes Geschäft. Ach, ich hab was vergessen. Ein paar Tage in meiner eisernen Jungfrau würden ihr gut tun. Halt. Sieh doch, ich tue keinem etwas. Der Zauberer wollte, dass ich die Statue klaue. Keine warum Ahnung, ich eine Zauberer reden, die andauernd. Ich hätte es sogar umsonst gemacht. Stehlen ist meine Leidenschaft. Das ist Khan. Er will mich holen. Ich möchte jetzt nicht an eurer Stelle sein. Ich wollte aber noch was anderes machen. Diesem Krieger gefällt es gar nicht, dass ihr seine Freundin gefangen haltet, Lord. Er hat Rauschingen angegriffen. Ihr müsst ihn stoppen, bevor ihr all eure Anhänger tötet. Das ist mir doch Wurst. Hallo? Ich kann nicht keine glauben, Anhänger. Dass ihr sie leben lasst. Wartet, bis ich sie in die Finger bekomme. Willkommen! Mir ist völlig wenn Wurst. Dieser Gnar mich noch einmal komisch ansieht, brate ich ihm eins über. Jetzt habe ich eigentlich wieder genug Money, wa? Würde ich mal so sagen. Aber eigentlich muss ich auch ein bisschen sparen. Aber ich will noch kurz gucken, was fehlt mir noch? Und eine Kleinigkeit. Der hässliche Marmorteppich. Aber den werde ich mir jetzt auch noch holen, damit ich alles habe. Ist egal. Ich will alles haben. Alles. Und die Palisaden fehlen mir noch, glaube ich, wa? Die Spitzen. Da. Und dann hole ich mir noch eben die Mutterkötte, die ich total vergessen. Extra spitze Palisadenkronen. Mir ist egal, was Sie sagen. Das Aussehen ist das Allerwichtigste, mein yep. Herr. Richtig. Es sieht doch blöd aus, viel zu hell. Egal. Ausgezeichnete und das ist auch der letzte Teppich bei der anderen Eulen. Ups. Ich müsste echt mal gucken. Ja. Ich möchte jetzt aber nicht... Was ist denn das? Liebling, ihr seid so böse. Wie köstlich. Ich bin schon ganz kribbelig. Ah ja, die Suppe. Es war wahrscheinlich die Suppe. Ergreifer der Diebe. So. Wir müssen nochmal zum Dorf zurück. Weil, wie gesagt, die Mutter Göttin fehlt uns noch. Meinen, die habe ich letztes Mal auch vergessen, glaube ich. So, alles braune mehr brauchen wir jetzt gar nicht. Ich glaube, hier ist auch alles clean jetzt.
So, natürlich die Statue. Ich glaube, ich habe auch die Wahl, wieder das den Elfen zurückzugeben. Aber wer bin ich denn? Hallo? Und die ist wieder Gold. Wahnsinn. Sorry, ich bin so geldgierig. Okay. Reicht. So, holt mir jetzt die Stadt. Ach so. Ich glaube, die wollten jetzt so ganz bescheuerten Weg zurück. Deswegen musste ich das da sprengen. Oh, muss ich es noch sprengen wahrscheinlich. Wehe, greift meine Träger an, ey. Alter! Scheiß Viecher! So. Rache der Schafe. Genau, deswegen musste ich das hier sprengen, aber wie... Na gut, okay. Ich guck mal nach. Es müsste ja irgendwo so da gehen. Da müsste ja irgendwo... Müssten ja noch Käfer sein. Ich weiß aber nicht, wo hier sowas sein soll, aber... Ach da, die habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, die sind nicht zu nah dran. Ne? Nö. Eigentlich nicht, oder? Pound! Reicht schon aus. Nö. Keiner gestorben. Gut so. Ah, ja. Oh, jetzt kann ich nochmal büßen. Bitte euch, bringt mir die Statue, damit ich sie in den Dunkelwald bringen kann. Was habe ich denn davon? Diese Statue würde hervorragend in unsere Privatgemächer passen, Herr. Werdet diese deprimierenden Elfen los und bringt mir die Statue. Na, aber klar. Wenn ihr die Statue unbedingt zurückgeben wollt, geht einfach zu der Plattform. Eure Schergen stellen sie doch da. Möchte ich aber nicht. Ansonsten... Ansonsten, ich will sie nicht. Hallo? Wollen die mich jetzt gerade verarschen? Na los, geht doch mal aus dem Weg und kommt. Hallo? Die wollen mich veräppeln, oder? Ich will sie aber nicht zurückgehen. Muss sie auf meine dazu raufgehen? Ey, sie wollen mich jetzt schon wieder... Was ist denn das jetzt? Ist ein Bug ausgelöst? Will die nicht... zurückgeben? Oh Mann! Ist mir egal, jetzt gehe ich kurz den Turm zurück. Irgendwie hat er gerade einen Fehler oder so, keine Ahnung. Hätte ich vielleicht nicht angreifen sollen. Seid gegrüßt! So, nochmal hin. Was zum Teufel? Jetzt steht es auch wieder ganz hinten, oder was? Oh. So. Ich glaube, ich hätte sie nicht angreifen dürfen. Mach schnell. So. Okay, los jetzt. Ach so, ich hätte das Tier auch töten müssen, oder? Scheiße. Hä, was wird? Bist du blöd? Dein Ei liegt doch noch da. Ich bin bescheuert heute. So, nochmal. Und. Oh, das reicht doch schon aus. So. Ey. Mann. Das gucken wir jetzt uns noch an. Das war ja mein Fehler gewesen hier. Jetzt könnte ich ja noch mal Gold tun, ne? Oh Mann, ey, nein. Könnte man natürlich übelst Gold farmen hier die ganze Zeit. Ach, Blödsinn hier. So doll braucht man das Gold jetzt nur noch nicht. Oh, lass mich in Ruhe, du. Es wäre Bock. Nee, doch. So, ran da. Alle ran.
nicht mehr? Nee, ich hatte, glaube ich, wirklich nur 11 genommen. So, jetzt kommt da bestimmt der blöde Brock gleich wieder. Oh, zurück! Komm zurück! Räuf da! Kackviecher! Okay. Gibt's heute Schafgulasch. So. Ja, renn mal schnell weg. Ich wollte hier aber gar nicht lang. So, jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich zu Ende reden lassen oder so. Ich hätte sie vielleicht wirklich nicht vorher angreifen sollen. Ich bitte euch, bringt mir die Statue, damit ich sie in den Dunkelwald bringen kann. Mm-mm. Diese Statue würde hervorragend in unsere Privatgemächer passen, Herr. Werdet diese deprimierten Elfen los und bringt mir die Statue. Abschalten. Jetzt kann ich ja schon gar nicht mehr. Wenn ihr die Statue unbedingt zurückgeben wollt, Herr, geht einfach zu der Plattform. Eure Schergen stellen sie doch da ab. Ich will sie aber doch nicht zurückgeben. Ich kann ihn nicht angreifen. Ach so! Ich glaube, das war ja ein bisschen komplex. Ja, alles klar. Natürlich, es sind ja magische Gegner. Ich vergaß. Okay. Perfekt. Ich vergaß, Freunde. Nun stell zurück. Und wie es in meinen Privatgemächern aussieht, seht ihr erst in der nächsten Folge, Freunde. Oh, yes. Wie viel Prozent? 75 ist ja noch nicht unbedingt so viel. Also bis zur nächsten Folge. Ciao, Freunde. Ciao, habe ich gesagt.